ist der Will. Heute zum Thema: Führungslos, anstandslos, rubbellos. Live bei uns im Folium. Der Gabriel Vetter. Und da ist er, zurück von einem schönen Magerwiesenspaziergang. Der Dominik Deville. Hallo, da bin ich schon wieder. Grüezi. Hallo. Merci. Guten Abend. Hallo. Ja, hallo, grüezi und guten Abend daheim in den gemütlichen Fernsehsessel und auch hier im Folium. Deville ist wieder da, heute mal wegen der Zeitverschiebung. Eine Stunde früher, ja? Oder eine Stunde später. Früher. Ist ja gleich. Jedenfalls zur richtigen Zeit. Heute mal mit ein bisschen weniger Publikum, wenn ihr das schauen wollt, daheim, weil gellet die bleichen Leute mit den Dreadlocks haben wir wieder heimgeschickt. Ist klar. Ansonsten aber ist es eine sehr gute Woche gewesen, um ausgewogene Polizatieren zu machen. Wirklich ausgewogen das mal, weil diese Woche hat ja links die SP wie auch rechts die SVP mächtig zu reden gegeben. Fangen wir also gerade an mit der Partei, die unbeliebter ist. Gut, fangen wir mit dieser Partei an, mit dem anderen Seite. Fangen wir mit dieser Partei an, die gerne die Bützer ansprechen würde. Nein. Fangen wir mit dieser Partei an, die sich gerne um die Ausländer kümmert. Nein. Das geht nicht so richtig, das wird so nicht. Fangen wir mit dieser Partei an, die für die dicken Schlagzeilen gesorgt hat. Die Schweiz, haben es gesehen, natürlich haben es gesehen, hat einen neuen Rosenkrieg. Hey, die SVP will nicht mehr mit der Arena in die Kiste. Und zwar wegen Moderator Sandro Protz. Protz Blitz, Gottfried Stutz. Und so sind wirklich in der Arena vorgestern am Freitag alle grossen Parteien dabei gewesen, außer die SVP. Und was will ich sagen? Haben Sie es gesehen? Wie haben Sie es gefunden? Eben, gell jetzt. Meinen Sie mal ehrlich, eine Arena ohne SVP, da fehlt einfach etwas. Ist ein bisschen wie eine WM ohne Italien. Ja, irgendwie nur lesen, aber schon ein bisschen schade ums Drama. Das ist ja, komm, SVP ohne Arena, das ist ein bisschen wie Klibi ohne Caroline. Es fehlt einfach der Esel im grünen Gewändli, wo es Eich plappert. Ja, Herr Protz, das fehlt einfach so ein bisschen. Was war eigentlich zuerst gesehen, habe ich mich gefragt, ist die Arena zuerst gesehen oder die SVP? Was war zuerst da gewesen? Wer hat da wer genau ausbrütet? Weil eigentlich passen die beiden ja zusammen wie Arsch auf Eimer. Bei G und G, wenn die dort wären, hätten die bei ich und du einen Übereinstimmungsgrad von 100%. Wir alle wissen doch, dass die SVP und die Arena, die können gar nicht ohne einander. Wie hätte es denn können so weit kommen? Zuerst angefangen mit dem Boykottieren haben ja eigentlich die Grünen. Erinnert euch, bereits ein paar Tage vorher hat die Grünen-Fraktionschefin Aline Trede ihren Auftritt in der Arena wirklich boykottiert. Sie hat sich zu Recht daran gestört, dass die Arena den Thomas Aschi nicht ausgeladen hat, nach dem Aschi seiner skandalösen Rede im Parlament zur Ukraine-Krise. Hier noch einmal zum Erinnern der entsprechende Ausschnitt. Die sollen in ihr Heimatland zurückgehen. Es darf nicht sein, dass... 2 mal 3 macht 4. Ja, aber als er in der Arena war, dann hat es eine deftige Standpauke von Sandro Protz. Ja, schaut, da sind die Aufnahmen. Wir halten glasklar fest. Stop right now, thank you very much. I need somebody with a human touch. Ja, da ist die SVP ganz ruhig und enttäuscht und hat Schluss gemacht. Und hat sich bis auf weiteres Mal ausgeladen aus der Arena. Und alle im Land haben sich verwundert die Augen gerieben. Was? Wieso? Warum denn? Dabei steht ja der Beziehungsstatus zwischen Arena und unserer Volkspartei schon länger auf «Es ist kompliziert». Die beiden führen seit Jahren eine regelrechte On-Off-Beziehung. Bereits Anfang 2008 hat die SVP, namentlich damals Nathalie Rickli, schon mal die Arena boykottiert, wo man nach der Abwahl von Blocher über die sogenannte Zerreißprobe der SVP diskutieren wollte. Aber der absolute Ur-Arena-Boykottierer war kein SVPler. 1995 hat der damalige SP-Präsident Peter Bodemann bereits kurz nach dem Beginn der Sendung das Arena-Studio zu verlassen, weil er andere Gesprächspartner erwartet hat. Mit diesen Leuten zu fähren, was immer sie das wollen, wir sind überzeugt, es kommt zu dieser Diskussion. Und in dem Sinne wünsche ich eigentlich Herrn Leutenegger, Herrn Hauser und allen anderen einen schönen Abend und einen unterhaltsamen Abend. Herr Bodemann, das ist natürlich eine überraschende Wende, die wir hier heute erfahren. Ich sehe den Kameramann, wie schockiert. Sag, ist nur noch eine Partei in der Arena gestanden. Halbierungsinitiative knallhart durchgezogen, von der SP.
Ah, Peter Bodemann, ein typischer Walliser Roter halt. Vollmundig, leicht zürlich, aber ein bisschen hölzern im Abgang, wie man gesehen hat. Im Jahr 2000 hätte dann sogar wirklich eine Arena kurzfristig abgesagt werden, weil niemand von der Grossparteien wollte vorbeikommen. Niemand wollte mit dem damaligen SVP-Nationalrat Christoph Mörgerli debattieren. Und zwar über das Thema Rechtsextremismus und Rassismus. Ich meine, das ist ja auch absurd, oder? Mit dem Mörgerli über Rassismus zu debattieren. Das wäre ja wie eine Arena zum Thema «Jetzt reden wir Schwarzen» zu machen und hauptsächlich weisse Leute das Pult hinzustellen, oder? Nein. Fun Fact, das ist wirklich wahr. Anstatt der ausgefallenen Arena, damals 2000, haben ihnen einfach schnell einen James-Bond-Film gezeigt auf dem Sendeplatz. Und welcher James-Bond-Film? Im Angesicht des Todes. Das ist schon lustig, im Angesicht des Todes, wenn man daran denkt, dass in der Arena der Mörgerli gewartet hat. Ja? Stattdessen haben wir einfach die grossartige Grace Jones gezeigt, die in dem Film ja reihenweise weisse Typen vermöbeln. Aber zurück zu unserem Problem. Die SVP fehlt. Sie fehlt in der Arena. Was kann man denn jetzt machen, dass wieder so ein bisschen Fetzen fliegen dort? Vielleicht Polit-WG einladen und den Ämterplan besprechen? Das wäre eine Möglichkeit. Oder man könnte in der Arena wieder zum Originalkonzept zurückkehren. Das mit den Leuen. Ja, könnt ihr euch erinnern, zu den Römerzeiten? Oder vielleicht, man sagt, wisst ihr was? Man könnte doch einfach Grace Jones einladen. Lebt die noch? Ja, die lebt noch. Die könnte man einfach einladen. Ja? Die geht wenigstens gut um in den Talkshows. Schaut mal. This has been going on too long already. Well, it's only going to go on in about another 6 minutes, and you're going to have another little part of it soon. That's... Maybe I should go right now. No, don't go right now unless you really want to. Well, don't turn your back on me anymore. I can't look at you. So, lieber Thomas Aschi, wenn wir Sie schon nicht mehr in der Arena sehen, dürften wir Sie bitten, wenigstens in unser Freundebuch hineinzuschreiben? Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Thomas Aschi, auch bekannt als der Gladiator von meinen vielen Kämpfen in der Arena. Mein Lieblingsfeiertag, das ist der 1. August und aber auch der Aschi-Mittwoch. Mein Lieblingsspiel, Mensch, ich ärgere dich. Da möchte ich einmal hin, ja wahrscheinlich Irak oder Nigeria, wer weiß. Mein Lieblingsfilm, ich einfach unverbesserlich, ja. Meine Lieblingsmusik ist ganz klar der Populismus, das möchte ich hier gesagt haben. Davor habe ich Angst. Ja, wo soll ich anfangen? SRF, die Ausländer, Frauen, Invalide, Arbeitslose, Studenten, Homosexuelle, Ballett und der Genderstern, der macht mir furchtbar Angst. Was ich dir schon immer sagen wollte. Hör zu, mit viel Fleiß kannst du wirklich alles schaffen. So, jetzt stimmt's. Hier noch mein Foto und jetzt wünsche ich dem Schweizer Volk vor dem zwangsfinanzierten Gebührenfernsehen einen schönen Abend. Ja, Thomas Aschi im Gründerbuch. Ich weiss nicht, ob es mitbekommt. Jetzt haben wir schön über die SVP gelacht, aber bei der SP läuft es jetzt gerade auch nicht so gut. Ja. Ihre Sitze in der Arena, die haben sie zwar noch, aber alle anderen Sitze verlieren sie gerade reihenweise. Am letzten Wochenende im Kanton Waadt zum Beispiel. 5 Sitze haben sie bei den Wahlen dort verloren. Ja, das wäre unter dem Löwerein wäre das nicht vorgekommen. Du, was macht er eigentlich? Wir haben ein gutes Jahr hinter uns. Ja, hey, der Löwerein, der einzige Mensch, der im Anzug schlechter aussieht als ohne Anzug. Das muss man auch nicht sagen. Aber du, schön hat er Erfolg. Schön. Ja, leider ist er jetzt Postchef und nicht mehr SP-Chef. Weil im Gegensatz zu den gelben Päckchen hat das rote Pack massive Zustellprobleme. Die SP liefert nicht mehr schön ab. Nicht nur im Welschland. Hat also weder mit dem Saufen noch mit dem viel zitierten Röstigraben zu tun. Man spricht immer über Röstigraben seit so lange. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Noch. Ja, und was der Bärsi nicht findet, das gibt es auch nicht. Fertig, Schluss. Schweizweit schreibt SP, erlaubt mir das Wortspiel, rote Zahlen. Ja? Keine Partei hat die letzten 15 kantonalen Wahlen so massiv Sitz verloren. Ganze 39 Sitze in 2 Jahren haben die verloren. 39 Sitze verloren, das ist die längste Reise nach Jerusalem Spielrunde von allen Zeiten. An was könnte das liegen? Die Botschaft kommt nicht ganz richtig. Im besonderen Fall der Waadt haben wir einen Mobilisationsfehler gemacht. Es gab ein bisschen zu viel Selbstvertrauen. Ja, und zu viel Selbstvertrauen bei der SP. Das hat etwas, ja. Ich habe letztens Selbstvertrauen und SP gegoogelt und dann ist das Bild gekommen. Hm? Und was hat der Fraktionschef noch gesagt? Die Botschaft kam nicht richtig. Können wir mal so eine offizielle SP-Botschaft, also das Kampagnenvideo, können wir das mal sehen?
Verdammte Hippies. So, ist das wirklich ein SP-Kampagnenvideo? Bei SP-Kampagnenvideo erwarte ich gegen Himmel gestreckte Füße marschierende Arbeiter und Arbeiterinnen Cedric Wehmut auf brennenden Barrikaden. Das sollte ich sehen. Stattdessen Samenspenden vor dem Bundeshaus und sprießende Blumenwiese. Entschuldigung, das erinnert mich an eine ganz andere Partei. An wer erinnert mich das? Die Konkurrenz belebt das Geschäft und wir müssen halt besser sein als die Grünen. Ja, danke, Fraktionschef Nordmann. An die Grünen erinnern mich doch die Kampagne. Und nicht nur mich. Tatsächlich wechseln immer mehr SP-Wählerinnen und Wähler zu den Grünen. Oder wenn sie total verwirrt sind, zu den Grünliberalen. Man kann schon fast sagen, alle 11 Minuten verliebt sich ein SP-Fan in jemand Grünes. Und das zeigt sich jetzt eben auch in der Sitzverteilung. Über 83 Sitze haben die Grünen bzw. die Grünliberalen in den letzten 2 Jahren vorwärts gemacht. 83 Sitze, SP, dass ihr das auch mal versteht. 83, das ist gleich viel wie eine Gassenküche, 2 Notschlafstellen und 1 Schlier im Integrationskindergarten zusammen. 83 Sitze. Immer alles aus Solidarität teilen, das ist ja schon gut. Aber bei der Regierungssitz setzt dann schon mal aufhören. Jetzt müssen wir ein bisschen schauen, liebe SP. Ja, weil deswegen sind nicht nur ihr traurig, sondern auch wir, das ganze linksversiefte SRF. Wir sind traurig. Inklusive dem Oberkommunisten Mauplatz. Also, hört, hier ist unser 5-Jahres-Plan, damit ihr wieder auf einen grünen Zweig. Nein, warte mal. Damit ihr mit einem blauen Auge. Nein, das stimmt. Dass ihr ohne rote Ohren da rauskommt. Erstens, kommt, ändert doch Säufeli euer Logo. Oder versucht es doch gerade mit ein bisschen mehr Volksnähe. Zweitens, eine starke Identifikationsfigur, die fehlt euch halt. Ja, die SVP hat den Aschi, die Mitte hat Jesus, ja, immerhin. Die Grünen haben Greta und was haben ihr? Ihr habt niemanden. Hm? Gut, die FDP hat auch niemanden, aber die haben Stutz. Also jetzt, komm, holt euch endlich Badran zurück aus ihrer Politpause, bitte. Politpause, wie sich's nennt. Sind wir doch mal ehrlich, ist doch einfach die längste Rauchpause der Welt, die ihr einlegt. Und vielleicht, wenn ihr schon dran bist, solltet ihr doch gerade mal vielleicht eure Doppelführung mal überdenken. Weil, komm, wir wissen, 2 machen den Job nicht immer besser als einer. Hm? So. wie ist denn da genau die Aufteilung? So, Patti, kannst du mal beim Cedric nachfragen? Der Cedric Wermuth muss immer Matthias Meier fragen. Muss immer Matthias Meier fragen, was er sagen darf im Fernsehen. Der mit dem Hinterausgang ist hinter so deine Sache, oder? Das ist so. Darum sind wir das Zweite. Dass jemand vorne stehen und jemand hinten raus. Also du bist der, der immer irgendwelche hinten steht? Wenn es schwierig wird, schicke ich mir Matthias. Und in den Leuten dann auch in den Rücken fällt. Jeder hat seine Spezialität. Matthias wird unruhig, ich muss ihr folgen. Er muss rennen wie ein Hündli. Wir finden das schön. Immer an der Leine, immer online. Tschüss. Also gut, Leute, reden wir noch ganz schnell über den Krieg. Muss auch sein. Seit einem Monat wissen wir, dass der russische Oberschwurbler Putin immer für eine Überraschung gut ist. Blitzschnell fällt der harte Entscheid, der weitreichende Folgen hat. Ähnlich blitzschnelle und harte Entscheid wie der zogene Finanzdirektor der Heinz Tändler, wenn es um Nachverfolgen von russischen Vermögen und Sanktionierungen geht. Ich sehe im Moment keinen konkreten Handlungsbedarf. Und ich würde jetzt mal auch zuwarten mit einfach irgendeinem Überschießen und einem Überaktionismus. Ja, hä? Überschießen finde ich jetzt eine schwierige Begriffswahl im Zusammenhang mit der Ukraine. Aber was soll man denn machen mit den, wie soll man denn mit den russischen Vermögen in Zug umgehen, Herr Regierungsrat Tändler? Jetzt muss man die Krise noch mal eine Krise lassen, muss schauen, wie sich das international entwickelt. Ja, jetzt nicht gesprengt. Ja? Jetzt, vorsichtig, aber wird schon bald gehandelt, oder? Wenn man irgendwo einmal wieder ein bisschen am Horizont Licht sieht, dann muss man vielleicht einmal, wie man das bei jeder Krise am Ende von einer Krise macht, vielleicht dann einmal überlegen, analysieren und schauen, ob es allenfalls irgendwelche Ajustierungen braucht. Ja. Weißt du, Finanzdirektor oder schon Paartherapeut, man weiss es nicht. Was man aber wissen, wenn die Welt im Chaos versinkt, bleibt in Zug zum Glück alles beim Alten, wenn es um dreckiges Geld geht. Auch schön. Aber der Finanzmove, den Putin letzte Woche gemacht hat, der haben ihm wirklich die wenigsten zugetraut.
russisches Gas kann in Zukunft nur noch in Rubel bezahlt werden. In Rubel! Ja, dann halt Putin. Dafür akzeptieren wir Schweizer und Schweizerinnen ab jetzt von ihnen nur noch Mondopunkte. Ja, ganz klar. Also, dass man nicht selbstverständlich. Ich selber finde ja Rubel toll. Toll, Rubel, toll. Ich zahle auch Sackgeld an meine Kinder nur mit dem Rubel. Das ist schön. Macht einfach an mein Herr so einen riesen Stapel Geld als so einen Zweifränkler. Rubel. Rubel ist auch ein schöner Name. Schöner Name für eine Währung. Alle so Kronen, Deutschmark, Franken. Und ganz schlimm natürlich immer noch Euro. Na, da draußen mit ihrem Rubel. Der Rubel. Wie heisst eigentlich so die Unterwährung vom Rubel? Rübli? Weiss das jemand? Das ist uns nicht bekannt. Das ist mir nicht bekannt. Möglicherweise ist es vielleicht in der Steuerverwaltung an der zuständigen Person etwas mehr bekannt. Ja, das fragen wir uns nicht noch. Aber egal, Putin will ab jetzt Rubel. Ribbel, rabbel, Rubel. Der Putin ist ein... Nein, ein Fuchs ist er, ein Fuchs. Weil bisher sind Öl- und Gasrechnungen vertraglich durch Dollars bzw. Euro beglichen worden. Sehr schnell vom Pseudozahl. Jetzt auf die eigene Währung zu setzen. Erstens umgeht er ja so das Problem wegen der Sanktionen. Ja, er kann ja nur noch ein Schwert Dollars und Euros umtauschen. Und gleichzeitig stützt er und stärkt den angeschlagenen Rubel. Also ich freue mich schon auf die Sendung live vom Bundeshaus, ja, vom Bundesplatz besser gesagt. Benzin für die Schweiz, jeder Rubel zählt. Das wird grossartig. Aber es wird auch für Russland wird's mühsam, das kann ich euch sagen. Ich müsst jetzt mir vorstellen, ich müsst das ganze Finanzsystem jetzt umstellen. Weil anscheinend hat ja also die russische Zentralbank eine Woche Zeit, um das neue Zahlungssystem aufzubauen. Da will ich nicht russischer Bankdirektor sein. Wenn das nicht reinbringst, dann friert der Putin nicht dein Konto ein, sondern dich selber in Sibirien. Was das Ganze für Auswirkungen hat, das können wir noch nicht einschätzen. Im Augenblick merkt man nur eins, Benzin wird verdammt teuer. Also was sollen wir nur machen? Fragen wir doch einen, der da rauskommt. Ja, herzlich willkommen zu Troubleshooting, einem Problemlösungsformat von SRF Deville. Unser Problem heute, hohe Spritpreise. Ein Liter Benzin kostet in der Schweiz momentan etwa 2.10 Franken. 2.10 Franken, nur um das in Relation zu setzen, das ist etwa 50% billiger als ein schlechter chilenischer Rotwein aus dem Denner. Ziemlich genauso teuer wie ein Liter Demeter Milch aus dem Grossverteiler und lustigerweise exakt doppelt so teuer wie ein halber Liter Benzin. Lustiger Zufall, aber hey, das Leben ist voller Wunder. Weiter. Bottom line, ein Benzin ist also zu teuer. Was ist der Grund dafür? Erstens, Benzin wächst nicht auf den Bäumen, was übrigens auch gar nicht unbedingt viel billiger wäre, weil man stelle sich nur mal vor, ein Benzin würde tatsächlich auf den Bäumen wachsen, zum Beispiel irgendwo im Baselbiet als, weiß auch nicht, als Aprikose oder als Äpfel oder als Krise und dann müsste ich jeden Sommer den hure Benzinkrise vom Baum abpflücken, wie so einen dummen Schrebergärtner und dann müsste ich alle mit so einem mühsamen Entsteiner entsteinen und dann in so Weggläser einmachen und dann wie so einen bekloppten Gemüsemarkt-Biobauer mit dem Veloanhänger auf den Wochenmarkt transportieren in so einem geflochtigen Schießkorb. Nein, das geht nicht. Auf jeden Fall, Benzin ist also zu teuer. Was machen wir? Ich habe drei Lösungsvorschläge. Lösung 1, Tanktourismus. So, man sucht die billigste Benzinpreis und fährt dann dort an zum Tanken. Das kennen wir, das ist eine beliebte Lösung, die aber gar nicht funktioniert, weil man mit dem Auto ja muss dort anfahren, was auch wieder Benzin braucht. Lösung, nicht das Auto nehmen, sondern, richtig, ein Flugzeug. Voilà. Und folgendermaßen funktioniert es. Ein Liter Benzin kostet momentan in Ungarn unten nur 1.30 Franken. Das heisst, pro Liter Benzin in Ungarn sparst du im Vergleich zu der Schweiz knapp 80 Rappen. Jetzt, ein Flugbillett auf Budapest kostet mit einer billigen Airline etwa 150 Stutz. Ein Reisekoffer im Flug darf maximal 23 Kilo schwer sein. Ein Liter Benzin ist 750 Gramm schwer. In einem Koffer haben also knapp 30 Liter Benzin Platz. Ein Koffer kostet extra nochmal 20 Stutz. Mit jedem Koffer machst du also einen Gewinn von 4 Franken. 150 geteilt durch 4 gibt 37,50. Das heisst, nach Adam Riese und Eva Zwerg, ab etwa 38 Koffer fängt es sich langsam an lohnen. Und da sind auch die 100 ml Gratisflüssigkeit, die man noch im Handgepäck mitnehmen darf, gar nicht eingerechnet. Zweite Lösung, wir machen unser Benzin einfach selber in Zukunft. Das wäre am günstigsten, dauert aber auch ein bisschen lang. Schließlich ist es Mineralöl, das wir heute brauchen, zum Benzin
machen, auch ein paar Milliarden Jahre alt und besteht aus versteinerten Dinosauriern. Und da ist die Frage natürlich, woher heutzutage ein Dinosaurier nehmen, wenn nicht stellen? Und zweitens, wie wenn wir unseren Kindern, die ja schon anfangen zu lätschen, wenn sie Meersäule aus der See vom Rasenmeier verschnetzelt wird, erklären, dass unsere Autos mit Dinosauriern antrieben werden? Ja, liebe Kinder, es stimmt. Jedes Mal, wenn Mami euch mit dem Scharan ins Fußballtrainingfarb verbrennt, unter eurem Kindersitz ein T-Rex. Glückwunsch! Dritte Lösung. Wir machen es einfach so wie die Schwaben und nehmen uns, und geben unseren Klebstoff statt Benzin einfach Pflanzenöl zum Saufen. Das ist günstiger. Aber Obacht, nicht alle saufen alles. Nicht alle Autos saufen alles. Auch italienische Autos zum Beispiel, wie Fiat oder Alfa Romeo, fahren nur mit Olivenöl extra vergine. Die französischen Marken nehmen gesalzene Butter und Schweizer Kerne fressen am liebsten ein Riss Casimir, einen Wurstsalat und zum Dessert eine Cremeschnitte. In dem Sinn, schön, dass ich auch helfen konnte. Hebe den schönen, aber nicht meinen. So, oh, halt. Wichtige News aus dem Faxgerät. Heute, am Sonntag, am 27. März, das ist wirklich wahr, ist Welt-Viagra-Tag. Hey! Ein toller Aufsteller, ja. Wahrscheinlich wird die heutige Sendung deswegen eher eine schlechte Quote haben, wenn alle 68-Jährigen so früh ins Bett gehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Überhaupt ist die Woche voller grossartiger Aktionstage. Am Mittwoch zum Beispiel ist Tag der Welpen gesehen. Es gewusst, ich habe es sehr genossen. Aber nicht nur ich, auch der Büssi hat es genossen. Und der Luca Henni hat es genossen. Und da die Frau vom DJ Bobo da, dazu mal, hat es genossen. Und der Gölle hat es natürlich genossen. Das ist das falsche Bild. Jetzt stimmt es. So. Dann am Dienstag, Tag des Faulenzens. Ich weiss, das natürlich wichtigste vier Tage im Leutschenbach. Am Montag aber ist das gewesen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, heute, pünktlich zum Frühlingsbeginn, begehen wir den Internationalen Tag des Waldes. Der Wald ist für uns alle da und das soll auch in Zukunft so bleiben. Genießen Sie Ihren Aufenthalt im Wald. Ja, was ist rot und steht im Wald umeinander? Das Rotkäppli. Mm. Achtung, Rotkäppli, der Wolf kommt. Aber vielleicht haben Sie es ja gemerkt bei diesem Video. Frau Samaruga selber geht scheinbar gar nicht so gern in den Wald, sondern einfach lieber vor einem Greenscreen. Ist auch schön grün, fast wie im Wald. Und die Schuhe bleiben sauber. Toll. Definitiv gerne in den Wald gehen dafür Herr und Frau Schweizer. Darum ist auch am letzten Montag eine neue Umfrage über den Bezug der Schweizer Bevölkerung zum Wald publiziert worden. In Auftrag gegeben wurde ist die Umfrage vom Bundesamt für Umwelt. Oder abgekürzt BUMS. Welt-Viagra-Tag, versteht ihr? Vergessen Sie es. Was ist rausgekommen bei dieser Umfrage? Ja, man macht sich Sorgen um den Schweizer Wald. Ja, der Ukraine geht sehr schlecht. Der SP geht sehr schlecht. Und die Italiener geht sehr schlecht. Ja. Aber wie geht es eigentlich unserem Wald? 62% der Befragten sind der Meinung, dass sich der Zustand des Schweizer Wald verschlechtert hat. 2010 hingegen haben nur gerade 24% der Schweizerinnen und Schweizer so empfunden. Gut, die restlichen 38% sind wahrscheinlich wegen dem Lockdown das erste Mal wieder überhaupt im Wald gesehen in den letzten Jahren. Oh krass, Sabine, schau mal, das ist also jetzt der Wald, hä? Grüezi, Frau Samaruga, hä? Und im Wald, wenn man dann dort ist, dann bemerkt man halt nicht nur Blättchen und Tierli. Man sieht halt dann plötzlich auch die ganzen Biker, die Kaugummipapierli und die kleinen Teenager aus Irak und Nigeria, die hinter den Bäumen lauern. Und schade, hä? Eichhörnchen hat es auch nicht mehr so viel wie früher. Wirklich. Mm. All die Sorgen sind mehr oder weniger berechtigt. Außer das mit den Eichhörnchen. Weil da müssen wir jetzt mal klarstellen: Eichhörnchen sind ja wohl die grössten Drecksviecher seit dem Göllen seiner Welpen. Habt ihr gewusst, dass Eichhörnchen nicht nur junge Bäume und Knospen anknabbern und so abtöten, sondern auch gern ganze Vogelnester plündern und sogar Jungvögel auffressen? Das sage ich euch, die perversen Eichhörnchen, die haben Fußstick in den Ohren, das kann ich euch sagen. Wenn ich deinen Schwanz tragen soll, muss er sauber sein, damit er sich öffnet. Wir Eichhörnchen müssen unseren Schwanz immer sauber halten. So. Und so. Habe ich als Kind sehr gern geschaut. Ja? Auch bei den Eichhörnchen ist aber heute Welt-Viagra-Tag. So, egal. Zurück zur Umfrage. Die beleidigt 95% der Befragten gehen regelmässig und gerne in den Wald.
Der Wald gibt es ja auch viel und hat wichtige Funktionen, wie Bundesrätin Sommaruga ebenfalls sehr modern in einem Tweet letztens verfasst hat. Schauen wir mal da hin. Der Tannenbaum ist uns wichtig. Er ist Lebensraum für unzählige Glückskäferli und Ästli. Er speichert Trändli. Und ich weiß, sorry, das macht überhaupt keinen Sinn. Kann vielleicht mal jemand eine nüchterne, vernünftige, erwachsene Antwort geben, warum man gerne in den Wald geht? Weil es den Kopf auslüftet und es also sehr ruhig ist. Ja, danke, geht das. Ja, für viele ist der Wald der Inbegriff von erholsamer Natur. Und im Angesicht von Klimawandel und der fies perversen Eichhörnchen sicher ein schützenswerter Ort. Außerdem gibt es ja auch wirklich seltene und vor allem züchtige Tiere, die dort in dem Wald eine Heimat haben. Zum Beispiel das Haselhuhn. Oder die Waldschnepfen. Oder auch der komische Vogel hier. Ich bin der meist respektierte Mann im Wald draussen. Ja, dem bekannten Schweizer Förster ist der Wald so wichtig, dass er auf und davon ist. Natürlich auf Kanada, ja, wo es noch viel mehr Wald hat, um sich drinnen zu verstecken. Ja, trotzdem hat er unsere SRF-Spitzmaus dort gefunden. So, aber so gern wir Schweizer unseren Wald haben, zum Spazieren, Biken, Brötchen oder Eichhörnchen schiessen, ist denn jetzt wirklich der Wald, den wir so fest schützen sollten? Weil Waldschützen liegt ja schwer im Trend. Es gibt ja kaum ein Produkt, das nicht damit wirbt, einen Baum zu pflanzen, wenn man es kauft. Socken anlegen, zack, wie der Baum pflanzt. Das Konto eröffnen mit Neon, zack, wie ein Baum pflanzt. Ein Bierli saufen, zack, wie ein Baum pflanzt. Ja, sogar wenn du einfach im Internet etwas suchst, zack, wie ein Baum pflanzt. Also für den Waldschutz reicht es quasi, einfach jeden Abend in den Socken rumzulaufen, ein Bierli zu saufen und Jager im Darknet zu bestellen. Während du natürlich den Aktienkurs für ausgestopfte Eichhörnchen auf deiner Neon-App checkst. Einfach geil. Wir halten fest, zum Wald wird geschaut. Und das ist auch gut so. Aber ganz ehrlich, wirklich, Wald hat es im Fall wirklich genug. Schau mal, so viel Wald gibt es in der Schweiz. Das ist immerhin 2/3 unserer Landesfläche. Und schau jetzt einmal das an. Das ist nicht etwa der Anteil an SP-Sitz, sondern alle Magerwiesen in der Schweiz. Ja, das sieht sehr mager aus. Vor 100 Jahren hat es im Kanton Zürich vielleicht noch etwa 30'000 Hektar eine so schöne, magere Wiese gegeben. Und heute sind es vielleicht noch 150, 200 Hektar. Also mehr als 99% von diesen Flächen sind verschwunden. Es ist wirklich dramatisch. Ja, ein dramatischer Rückgang. Das Einzige, was in dieser Zeit noch dramatischer zurückgegangen ist, ist der Anstand von gewissen Politikern. Aber konfrontiert mit dem Rückgang sagen viele nur, ich realisiere nicht. Ja, dabei ist doch ganz einfach. Ja, Wald ist geil für die Natur. Aber viel geiler sind eigentlich Magerwiesen. Magerwiesen? Hat das etwas mit dem Body Mass Index von Kühen zu tun? I'm a boss ass bitch, 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 bitch. Nein, schaut. Diese beiden Wiesen müssen wir mal anschauen. Ja, beide schön, trotzdem grundverschieden. Links eine gut schweizerische, überdüngte Fettwiese. Das Einzige, was man hier findet, sind Löwenzahn- und Kuhfladen. Quasi der McDonalds-Hamburger unter den Schweizer Landschaften. Rechts ein Magerwiese mit Pflanzen, die mit weniger Nährstoff auskommen. Und unzählige Insektenarten, die extrem wichtig und extrem seltenen Lebensraum finden. Frau Bundesrätin, auf so einer Wiese hat es eben nicht nur Glückskäferli, ja, wie im öden Wald. Sondern da gibt es auch das, und es gibt das, und es gibt auch das, und auch das. Ja, ich weiss, liebe Bildredaktion, wir haben Welt-Viagra-Tag, aber jetzt können wir aufhören mit den Witzchen. Ja? Und so bitter es auch tönt, Insekten sind wirklich viel, viel wichtiger als die total überbewerteten Eichhörnchen. Insekten sind die wahren Helden der Natur. Rund 75% aller Kulturpflanzen sind auf Insekten angewiesen. Sie gedeihen dank der Arbeit von Bodeninsekten wie Springschwänzen oder Käferlarven und vermehren sich durch Bestäuberinnen wie Bienen oder Fliegen. Insekten sind Nahrungsquelle für Süßwasserfische, Vögel und Amphibien. Ihr Speiseplan besteht bis zu 90% aus Insekten. Anders gesagt, wenn die Eichhörnchen mal aussterben, ja, ist schade für Kind. Aber wenn die Insekten aussterben, dann haben wir einfach ein Problem. Ja. Und darum ist am 19. September übrigens auch Tag der Insekten gesehen. Hat das jemand mitbekommen? Ja? Nein. Hat irgendein Promi auf Instagram den Tag zelebriert? Nein, natürlich nicht.
Dafür hat es die erste umfassend schweizweite Auswertung über den Zustand unserer Insekten gegeben. Und das Ergebnis ist brutal. 60% unserer Insekten sind bedroht. Wenn das so weitergeht, gibt es bald mehr Insekten in den Tweets von der Bundesrätin als auf der Wiese. Noch magerer als bei der Magerwiese geht es aber mit dem Moor zu und her. Hä? Gut, das wird immer schlimmer. Ja. Seit 1900 hat die Schweiz 82% von ihren Moorlandschaften verloren. Einige Moore sind sogar nach Deutschland abgewandert. Hm? Auch der, Dieter Max Moore, Happy Viagra Day. So. Aber zurück jetzt zu den Moorlandschaften. Was wenige wissen, weltweit speichert Moor doppelt so viel CO2 wie alle Wälder zusammen. Und das, obwohl sie nur 3% der globalen Landfläche bedecken. Die älteren Zuschauer denken jetzt wahrscheinlich, Moment mal, ich habe 1987 für die Moor-Initiative gestimmt und seither stehen doch die Moor per Verfassung unter Schutz. Ja, das stimmt zwar, aber... Wahrscheinlich hat man sich ein bisschen zu lange auf den Lorbeeren von dem vermeintlichen Moorschutz ausgeruht. Ich denke, das steht jetzt in der Verfassung. Die sind jetzt geschützt. Leider sind nicht alle so vorbildlich wie hier jetzt auf dem Hochmoor, wo wieder Vernässungsmassnahmen durchgeführt werden. Über 2/3 der Hochmoor sind immer noch entwässert. Und die gehen im entwässerten Zustand weiterhin kaputt. Ja, es reicht aber nicht nur, Naturschutztafeln anzustellen. Man muss auch etwas aktiv machen und ja, wirklich Geld verlochen. Im Moor und in der Magerwiese. Dafür hat die eigentlich Biodiversitätsinitiative im letzten Herbst Sorgen. Um was ist es denn dort genau gegangen? To make sure that biodiversity is protected, conserved and used sustainably. Nein, lass ich zuerst mit Emojis und jetzt noch auf Mausnalbänglisch. Nein, kann man nicht das jemand verständlich erklären? Ich sollte nicht immer Blumen ausrissen. Denn wenn ich zum Beispiel mit meinen Eltern im Wald spazieren gehe oder mit den Lehrerinnen, dann tue ich immer Blumen ausrissen und gehe sie ihnen zeigen. Ja, ich zeige es diesen Blumen. Das hat man aber nicht. Ja? Die Biodiversitätsinitiative hat ganz einfach gesagt, mehr Fläche und vor allem Geld gefordert. Der Bundesrat hat die Initiative aber abgelehnt und grosszügigerweise einen abgeschwächten indirekten Gegenvorschlag gesprochen. Aber mit dem versprochenen Geld, so schätzt das Initiativkomitee, könnte man nicht einmal die wertvollsten 2% der geschützten Landflächen unterhalten. Wie es mit der Initiative weitergeht, wird man sehen. Was aber klar ist, es muss noch einiges passieren, bis die Leute ein Bier saufen, nur weil dann ein Moorloch mehr gegraben wird. Ja? Oder bis ein Finanzinstitut eine Hippie-App präsentiert, wo für jeden Download ein Regenwurm ein neues Zuhause bekommt. Hm? Und ja, sind wir mal ehrlich, ob sich statt dem Waldkindergarten ein Moorkindergarten durchsetzen kann, das ist jetzt auch eher fraglich. Also, für Kinder wäre es lustig. Aber ja, wir müssen uns schon fragen, wenn wir Landschaften, die in erster Linie für uns Menschen da sind, oder Landschaften, die auch für Tiere und Pflanzen etwas hergeben? Ich habe das Gefühl, sie wollen beides. Also trinkt weiter das Waldbier, wenn es euch beruhigt. Wäscht mit dem Nachbarn zusammen eure Waldsocken in einem gemeinsamen Waschgang. Aber bitte lasst sie den Wäschkuchen nicht ausarten. Gell? Amüsier, nochmal, ehrlich. Hey, Bruno, hoi, Sally, bist du am Waschen? Nein, ich bin am Fleischvögel grillen. Ist ja logisch, es ist ja nur eine Wäschküche, oder? Ja, es ist keine Kampf für das Waschen. Ja. Du, wie viele Maschinen hast du? Ja, eben keine. Dabei habe ich mich hier eingeschrieben für heute am Morgen. Hast du eigentlich das Gefühl, ich habe nichts Besseres zu, als die ganze Zeit zu waschen? Du, aber ich glaube im Fall, das sind die aus dem Dritten. Ah. Ja, die waschen doch immer 40 Grad. Was? 40 Grad, weißt du, was das an Energie kostet? Nein, hör mir doch auf. Also ich wasche nur noch 20 Grad. Gut, die Unterwäsche 30 Grad. Du, also da bin ich schon noch froh, dass nicht der Einzige bei dem Umwelt nicht egal ist. Bravo, Bruno. Du, weißt du was? Wenn wir nicht unsere Unterhosen zusammenwaschen, weißt du, so Save the Water und so. Du, und was hast du da für Vogelfutter? Das sieht interessant aus. Ach, das sind das sind Wäschnüsse. Ah ja. Mhm. Wo hast du die gesammelt? Die sind aus Pakistan. Schon Bio, oder? Weil wir kaufen eben auch noch Bio. Ja, ja, Bio natürlich. Weißt, ohne Eier und nichts. Also wir sind ja Lacto-Vegetarier. Wir sind ja schon lange vegan-katholisch. Gell? Also da ist nicht einmal mehr Milch, das ist eigentlich nur noch Blumen. Ja, das ist aber doch recht viel Plastik. He? Das landet ja alles im Ozean. Was? Nein, dann musst du eigentlich Krüppel rühren. Dann geht es direkt in die Verbrennungsanlage. Ja, gut, dann geht es ja noch. Du, aber lüften?
Den Stosslüften oder Fenster kippen? Stossen, nur noch stossen. Was für eine Frage. Stossen. Ja, und duschen kalt. Ohne Duschmittel. Ah, Duschmittel brauchen wir auch nicht mehr. Waschnüsse. Ich sag dir, das kann man für fast alles brauchen. Putzen, duschen, waschen, alles. Man kann sogar Musik machen damit. Muss man hören. Hey, und die kannst du im Fall auch anbröteln. Weißt du, so, mit ein bisschen Chili, Sojasauce und einem guten lokalen Palmöl. Mmh, da wird da die Wäsche nicht so ein bisschen kratzig. Mit denen könnte ich mir vorstellen. He? Nein, musst du mal spüren im Fall. Mmh. Da. Ah, wow. Ja, ich bin jetzt gerade im Wochenende im Deutschen draussen mit dem Karren. Weißt, 35 Kilo haben wir ins Gold von diesen Nüssen. Da kannst du recht sparen. Willst du auch ein paar haben vielleicht? Aber es schmeckt schon ein bisschen streng. Ja gut, also die sind jetzt nicht gewaschen, die sind keine Wäschen, oder, wenn die da alles besetzen. 40 Grad, du denn noch? 40 Grad! Ach, ja. Hallo zusammen. Hallo. Ich bin gerade fertig. Du, wir haben ja jetzt aufgehört, im Winter heizen, gell? Ja, machen wir schon lange nicht. Wir haben auch im Sommer aufgehört heizen. Ja, aber das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Das sagt der mit den indischen Wäschnissen. Pakistanisch. Also Indien würde ich nie unterstützen. Atomstaat, korrupte Regierung. Apropos Pakistan. Ich muss jetzt rauf packen, gell? Weil wir fliegen ja übers Wochenende auf die Malediven. Oh, das hast du aber verdient. Ja, wer, wenn nicht ich? Ja, war ich. Ciao zusammen. Ciao. Ciao. Du 40 Grad. Ich verstehe die heutige Jugend nicht. Nee, ich also auch nicht. Und schau dir das mal an. Alles vollgehangen und nicht einmal Stosslüften. So, das war es auch wieder von uns. Danke allen, die in dieser Sendung mitgemacht haben. Außer den Könchen nicht. Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder, wenn ihr seht. Oder im nächsten Hochmoor eventuell. Gute Nacht und ciao zusammen.